Na, na, sowas. Ja, moin. Na, wollju. Ha? Telefon 9. Was? Wir haben Telefon 9. Oh. Da sagt man doch nicht mehr moin. Doch, natürlich. Das kennst du gar nicht, wa? Moin sagt man hier morgens, mittags, abends. Das hat nichts mit euren Dings da zu tun, morgen, die Abkürzung morgen. Moin ist bei uns moin. Das ist hier so. Du sagst hier nicht guten Abend, du sagst hier nicht guten Tag, du sagst hier nicht Mahlzeit, du sagst hier einfach die ganze Zeit Moin. Nee, es gibt nichts anderes hier. Ich weiß, das kennst du nicht, ne? Da hat man, da hat, ja, das ist das erste Mal, dass einer so sagt, wir haben es so spät. Graf Vera mal, die hat sich schon dran gewöhnt. Ich kenne das, wenn ich dann. Als ich in Münster war, da habe ich, da habe ich mich dann halt noch nicht so, da war ich ja noch nicht in Norddeutschland, da habe ich auch mal einen Abend gesagt oder so, oder guten Tag, oder morgen, ne? Aber ich weiß wohl, dass ihr morgens immer sagt, moin. Aber das hat nichts mit dem Moin zu tun. Dieses Moin ist eine, dieses Moin heißt nichts anderes, ist eine Abkürzung und ist entstanden durch Moje Dach. Ja, und dadurch ist dieses Moin entstanden. Bitte? Guten Tag, weil Moje, das kennt ihr auf Holländisch. Moje, bedeutet sowas wie Gute. Ja, guten Tag oder sowas. Moje Dach, ja, hat man so gesagt hier früher in Linz und dann hat man diesen, ja, das als Moin abgekürzt. Und seitdem sagt man hier in ganz Norddeutschland, also ab Kloppenburg bis hin zur, ja, von Kloppenburg hoch bis hierhin. Und in Bremen ist es aber so wieder geteilt. Vor der Weser in Bremen sagt man noch Moin, hinter der Weser sagt man guten Tag, Mahlzeit und guten Abend.